Hallo und herzlich willkommen bei NerdEvery.de. Ich bin der Gabriel und wir spielen Arch Age, ein MMO. Wir stellen uns jetzt erstmal unseren Charakter, können wählen zwischen Nuyan, Elf, Piran und Harani. Wobei wir Nuyan gehen, nehmen wir mal ein Mädchen vor. Oh, die braucht sie erst noch. Die sind zierlicher, die Harani. Ich wollte eigentlich die nehmen, aber die ist mir zu groß. Dann nehmen wir jetzt auch die und ändern die um. Ich möchte gerne eine Elisabeth basteln. Achso, das sind alles asiatische oder was? Ich will ja keine asiatische nehmen eigentlich. Okay, also müssen wir die neu annehmen. Ich will eine Elisabeth haben. So, Augen. Ich hatte schon mal ein bisschen umgebastelt. Ich weiß, was ich machen möchte. So, Elisabeth hat ja so ein schönes, schmales Gesicht. Hat die größere Augen? Was hat Elisabeth für Augen? Solche vielleicht? Ich soll mal gucken. Frisur ist auf jeden Fall... Würde ich das nehmen? Augen. Oh, in Farbe, achso. Ah, es ist Elisabeths Augenfarbe. Ist Elisabeth überhaupt geschminkt? Ich bin mir gar nicht so sicher. Krass, dass man hier alles machen kann. Voll ausgefallene Scheiße. Okay, in dem blauen Auge wollen wir nicht verpassen. Das? Nee. Dann entscheiden wir uns dafür, da leuchten die Augen mehr. Das. Nur ich hätte die halt gern kleiner gehabt irgendwie, aber das geht leider nicht. So, Skillsets seht ihr oben, was man alles wählen kann. Ich würde auch gerne mit ihr Nahkampf machen. Mit Tanky. Ne, Kampfstock nicht, sondern wir nehmen sie, Divit. Hier kann ich nicht groß schreiben, naja, egal. Oder darf ich das hier nicht mehr? Okay. Der Name ist ungültig, bitte. Das Elisabeth, geht das?
sowas nervt mich schon wieder, ne? Vor allem, weil ich da zwischendurch nicht groß schreiben kann. Okay. Kein schöner Name, aber was soll's. Hier, das ist viel zu übertrieben. Und wenn die wackelt, wackeln die Brüste auch. Oh Mann. Da sind wir. Dann gehen wir mal in das Spiel rein. Nuyan haben im Angesicht des Todes keine Angst. Wie könnten sie auch? Ihre Schutzgottheit ist die Göttin des Jenseits. Tod heißt, vereint zu werden mit ihr, die als Göttin ihr Leben gab, um alle Völker zu retten. Mit dem letzten Hauch ihrer göttlichen Seele hat sie alle Völker in ein neues Land geschickt. Alle verloren ihre alte Heimat, ihre alten Götter und ihre alten Helden. Aber für niemanden war dieser Verlust so schmerzhaft wie für die Anhänger von Nui. Manche hätten es sogar vorgezogen, ihr ins Jenseits zu folgen. Auch ich. Auf ihrem neuen Kontinent haben die Nuyan nichts gefunden, außer ungezähmter Wildnis. Sie träumten von ihrer prachtvollen Zivilisation auf Auroria. Aber ihre Wirklichkeit waren undichte Hütten und steinige, ertraglose Felder. Die Elementargeister, die das Gebiet seit Äonen beherrschten, quälten Nuis Erwählte. Sie herrschten von einem uralten Labyrinth aus, das im Wald versteckt war. Der mächtige Erzmagier Solsrean führte den Angriff auf die Animi und entriss ihnen die Kontrolle. Die Geister zogen sich zurück. Sie wussten, die Macht hat, wer den Schlüssel zu ihr besitzt. Solsrean baute ein Schloss über das Labyrinth und erklärte, wer es erobert, wird König. So konnten die Nuyan an früheren Ruhm anknüpfen und lernten, ihre neue Heimat zu lieben. Aber früher oder später finden sich auf einem Weg immer Stolpersteine. Ein junger Emporkömmling scheute das Labyrinth und nahm sich mit seiner Armee, was er begehrte. Selbst die zwei größten Städte Nuyas fielen. Er festigte seine Macht und nannte sein Königreich Zwei Kronen und schmiedete eine neue Art Frieden, bis das Schicksal erneut zuschlug und er ermordet wurde. Die Nuyan kämpften um ihre Existenz. Niemand merkte, dass ein dunkles Geheimnis das Königreich infizierte. Das war das Problem. Die Nuyan bekämpften sich und merkten nicht, dass die Dunkelheit wie ein Tumor wucherte. Die Nuyan riefen ihre Göttin an und erhielten keine Antwort. Ihre Statue sah sie nur mit steinkaltem Wohlwollen an. Kein anderes Volk begriff jemals diesen Schmerz, meinen Schmerz, die Sehnsucht nach Nui. Aber was auch passiert, sie sind immer Kinder der Göttin. Manche tragen sogar das Zeichen ihrer Liebe. Und ich werde mein Versprechen halten, sie zu beschützen. Sie müssen sich nur erinnern. Der Krieg, der vor Jahrhunderten begann, ist noch nicht vorbei. Okay. Ja, dann schauen wir uns das erstmal ganz in Ruhe und gepflegt an. Mal schauen, wie sich das Spiel so spielen lässt. Es gibt ja MMOs, mit denen kam ich gar nicht klar, wie Rift zum Beispiel, was ja von demselben Hersteller ist. Dementsprechend bin ich da nicht ganz so optimistisch, ob das so super wird, aber wir schauen einfach mal. Vielleicht wird es ja besser als gedacht. Man weiß es nicht. So, Ladezeit, naja, ist ganz okay.
Hallo. Mit den Tasten W als D bewegst du deinen Charakter. Mit den Mausbuttons steuerst du Kamera und Blickwinkel. Um Quests von NSCs mit Satzzeichen oder Blumen über dem Kopf zu aktivieren, drücke F oder führe einen Rechtsklick aus. Ha, du siehst aus wie eine ertrinkende Ratte. Was du wieder auf der Suche machst, sie voll geschuckt. Mal ehrlich, du wirst viel öfter in Schwierigkeiten als andere, die ich kenne, okay? Sagst du auch jedem. Quest an, wird diese automatisch dem Quest-Tracker auf der rechten Bildschirmseite hinzugefügt. Folge dem Pfeil bei deinen Füßen, um zum Ort des Quest-Ziels zu gelangen. Ja, das ist natürlich cool. Ist praktisch. Habe ich mich erst für Fernkampf entschieden? Um interaktive Objekte. Farbenen oder roten Namen kannst du angreifen. Jetzt Förder Galakor. Sieht etwas feucht um die Ohren aus. Was wir da mal können. Ah, okay. Du bist zu groß. Oh, naja, ist egal. Versuche im Kampf verschiedene Skills einzusetzen, um ein Maximum an Effektivität zu erreichen. Deine Shortcut-Tasten erleichtern dir den Wechsel zwischen den einzelnen Skills. Glitzernde Leichen können geplündert werden. Mit F sammelst du alle Gegenstände auf. Mit G kannst du selbst auswählen. Okay, gut. Unten zwischen den hin und her. Quests mit grünen Markierungen sind ausschließlich. Symbol unten rechts oder drücke L, um dir Quest-Details. Quests mit grünen Markierungen sind ausschließlich für dein Volk bestimmt. Quests mit gelben Markierungen sind regionale Quests. Quests mit Blumenmarkierungen sind Handwerksquests. Das ist erstmal ganz okay, hätte ich schön wäre, wenn man sich irgendwie rollt. Oh nein. Hi Hund. So, wo müssen wir jetzt hin? Hier vorne ist gleich irgendwo. Glitzernde Leichen können geplündert werden. Ja, mit F sammelst du alle Gegenstände auf. Mit G kannst du selbst auswählen. M ist Map. Ach so, das muss ich sammeln. Wildschweine in der Schlucht sammeln. Solzbringer Wildschwein vielleicht dreimal. Okay.
gerade eine Ulti, oder? Skills. Klicke auf das Skill-Symbol in der Menüleiste oder drücke K, um das Skill-Fenster zu öffnen. Okay. Emojis kann man noch verschalten. Okay. Allgemein. Boah. Oh yeah. Kampf. Das habe ich schon. Ist das? Sturmangriff. Wirbelwind-Tieb. Kann man sich das angucken lassen? Nee. Entspaltung. Kampf ist Zorn. Kampf ist schauriges Gebrüll. Präzisionsschlag. Tigerschlag. Kann ich das lernen? Okay, also kann ich bloß den erstmal lernen. Setzt du im Kampf Skills mit hervorgehobenem Rahmen ein, kannst du einen zusätzlichen Combo-Effekt erhalten. Gefällt mir das ganze Panel auch. So, ich guck mir das gerade an. Aber mich stört halt ein bisschen keine Uhrzeit. Das finde ich generell schlimm, wenn keine Uhrzeit da ist. Aber wir schauen uns das jetzt erstmal in Ruhe alles an. Es dauert immer erstmal, bis man reinkommt in so ein MMO. Pflanze, Schößling. Ja, wie mache ich das? Pflanze ein junger Schützling zu holen, aber davon lässt Pflanze ein junger Schützling gar nicht zählen, aber 23 zu holen. Thank you.
Oh, diese Assi-Quests am Anfang, oder? Bei der muss ich bestimmt irgendwas kochen oder so. Verstehe ich nicht. Ah, okay, das ist schon mal angenehmer. Ich würde gerne pflanzen, aber wo? Nochmal. Pflanze, pflanze folgenden schon junger Schößling. Weißt du, wieso wird. Hä, wo muss ich denn den Scheiß pflanzen? Habe ich denn den Schößling? Ah, okay, jetzt habe ich verstanden. Okay, das ist dort hinten was. So tanze ich denn so doof? Ich weiß gar nicht, ob das okay ist, dass die alle ignoriere, aber. Ich habe echt nicht so den Bock drauf, aber ansonsten. Bleiben wir auch gut stehen. Das sieht schon mal gar nicht mehr so schlecht aus, das Game. Ist auch nicht mega gut so, aber es ist schon gut. Nö, ist mir aber auch egal. Jenny. Ja.
Waldhüter Arthur. Brombeeren. Okay. Jetzt weiß ich, was ich gehört. Ja, was soll ich machen, ne? Ah, ich weiß, dass er stirbt. Links und rechts mit Via Spiel laufen. Ziemlich wenig Musik ist hier, oder? So, es ist sehr viel Ruhe. Sehr viel Ruhe. Ja, sehr, sehr viel Ruhe. Wollen die jetzt noch? Sprich mit Sperrhauptmann Kilik. Wo ist der? Ach, nein. Ja, dann gehen wir doch mal zu dem hin. Nahkampfangriff mit plus 5%. Machen wir das doch einfach. So. An dieser Stelle mache ich dann auch erstmal Pause. Und werde dann noch ein bisschen so weiterspielen und gebe euch dann einfach, wenn ich ein paar Level noch geschafft habe, den nächsten Einblick, wenn ich ein bisschen drin bin. Und dann, ja, werden wir bestimmt öfters mal verfolgen haben von Arch-Age. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, gefällt mir. Oder einen Kommentar oder irgendwas. Das würde uns natürlich immer freuen. Und ansonsten, bis bald. Ciao.